Mein Lieblingserzfeind Kürcho hat vor kurzem ein Video zum Streit zwischen Alpha Kevin und KuchenTV hochgeladen. Und darin sind wirklich so viele loste Aussagen gefallen, dass ich dazu einfach ein Video machen musste. Den Anfang macht er auf jeden Fall mit diesem Punkt. Gucken wir doch einfach mal, was ist das denn hier eigentlich für ein Meme? Der sagt echt hinter jedem Satz Digga. Aber jetzt mal ernsthaft, ich finde das super anstrengend und ich finde es auch mega nervig. Also wenn das jetzt mal in jedem fünften Satz oder sowas rauskommt, ja okay Digga, dann... Wait a minute! Digga, Junge, willst du mich eigentlich verarschen, Alter? Digga, das ist unfassbar. Digga! Mann! Ey, jetzt mal wirklich! Jetzt mal wirklich, ne? Ja. Kuchen aka Sir Digger, Defender and Protector of Bruder, dritte Lord of Kurzzeitgedächtnis. Ja, wer weiß, ne? Also was diese kleine Psychose am Ende angeht, weiß ich auch nicht ganz genau, was er damit sagen wollte. Aber mit dem ersten Teil hat er quasi gezeigt, dass KuchenTV Young Feldsalat dafür kritisiert, dass er das Wort Digger häufig benutzt. Er sagt echt hinter jedem Satz Digger. Und KuchenTV das angeblich ja viel häufiger benutzt. Aber als Ultra-KuchenTV-Fanboy lasse ich das natürlich nicht auf mir sitzen. Digger. Das ist der Hate, den ich krieg für die Statements, die ich mache. Ach, Digga. So, das muss jetzt erstmal reichen. Das habe ich aus ca. 20 Minuten Young Feldsalat Stream genommen. Ich hoffe, das reicht Kürcho. Andernfalls kann ich mir auch nochmal alle Kuchen-Streams und Young Feldsalat-Streams jemals anschauen und ein 80-seitiges PDF darüber schreiben, wer häufiger Digger sagt. Aber für alle Nicht-Kürchos sollte hiermit schon mal klar sein, Young Feldsalat sagt ganz gerne mal Digger. Lustig geht es dann auf jeden Fall bei Kürcho auch weiter. Ja, die überschlagen sich die Memes. Wir können hier nicht anhalten, das ist Meinungsbloggerland. Aber irgendwie können wir doch anhalten, ne? Ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber es gibt mir diese Vibes. Außerdem, was Memes angeht, habe ich Hennex auf meiner Seite. Mit dem ich, by the way, auch einen Podcast habe. Die Folge, wo wir Imp zu Gast hatten, ist hier oben verlinkt. Was feststeht auf jeden Fall, Kürcho, fang nicht den Meme-War mit Hennex an. Du hast verloren, bevor du angefangen hast. Nach diesem kleinen Fun-Part bei Kürcho können wir jetzt auch mit den richtigen Argumenten starten. Bevor wir uns sofort anschauen, wie Kürcho das einordnet, einmal ganz kurz, worum ging's. Alpha Kevin hat KuchenTV in einem Video kritisiert für Jokes, die durchaus sehr weit gehen und schon auch beleidigen können. Für meinen Geschmack hat Alpha Kevin damals in dem Video durchaus einige relevante Details weggelassen, aber sind wir mal nicht kleinlich, Kürcho ordnet das auf jeden Fall so ein. Das war der Auslöser. Oh boy. So, und das ist ein Video, wo Alpha Kevin sich mal mit ein paar Leuten auseinandersetzt. Die Kritik ging vor allem halt an, ja, die Kuchenbubble mehr oder weniger. Beziehungsweise war das wirklich die Kuchenbubble? Es sind halt so Leute, die schon so ein bisschen ekelhaft unterwegs sind auf Twitter. Ne? Und ich meine, Kuchen ist ja selber auf Twitter schon so ein bisschen, wie sagt man das so schön? Ich finde es immer bemerkenswert, wie man das ernst nehmen möchte, weil es ist halt ziemlich klar, dass die ganzen Sachen, die so online passieren, die um die Leute herum sind, die wollen halt Geld verdienen. Ne? Fing es nicht mit dem Troll an? Die wollen halt Geld verdienen. Und das stimmt einfach nicht. Auf Twitter Geld zu verdienen ist unfassbar schwer. Die haben da zwar, glaube ich, so eine Art Monetarisierungsprogramm, aber erstens glaube ich nicht, dass KuchenTV das nutzt und zweitens, das ist immer noch super wenig und würde sich für KuchenTV einfach überhaupt nicht lohnen. Twitter ist nämlich keine Plattform, auf der man Geld verdienen möchte. Insofern ergibt die Aussage, dass Kuchen auf Twitter trollt, um Geld zu verdienen und dass man das deswegen schwerlich ernst nehmen kann, einfach überhaupt keinen Sinn meines Erachtens nach. Aber vielleicht hat er das schon wieder nicht so gemeint, denn danach sagt er das hier. Wenn die Leute sich aufregen oder empören, dann ist das nächste Video eigentlich schon, ist schon klar, dass es kommt, ne? Ich meine, Alpha Kevin hat diese Sache ja selber gemacht. Ne? Also trollt er doch nicht mehr auf Twitter rum, um Geld zu verdienen, sondern um ein Video machen zu können, in dem er sagen kann, alle sind gegen mich. Das wäre ja fast so wie eine Person, die on-stream ein 40-seitiges PDF darüber schreibt, warum alle böse und gegen Shuyoka sind. Und es wird vor allem lustig, wenn man bedenkt, dass KuchenTV nicht mein Hauptkanalvideo dazu gemacht hat. Aber Leute, macht euch ready, jetzt kommt der krasse Front.
Ja, also KuchenTV, also wenn wir schon bei Sprachanalyse sind, KuchenTV ist ja jetzt auch nicht so der begnadete Mensch, wenn es um generell so Lesen geht. Leute, wir haben es. Als Kurt schon nämlich in der Diskussion mit mir gesagt hat, dass Kuchen sich nicht traut vorzulesen, dass Gewalt gegen Transmenschen etwas Schlechtes ist. Oder? Ja, aber warum sagt er Gewalt gegen Menschen, wenn da explizit steht Gewalt gegen Transmenschen? Weil er nicht sagen will, dass er gegen Gewalt gegen Transmenschen ist, weil sonst werden die Leute denken, dass er zur Woke-Bubble gehört. Konnte KuchenTV das einfach nicht so gut lesen, weil Kürtschow hat ja eben den Front rausgehauen, dass KuchenTV anscheinend nicht so gut lesen kann. Oder hat er das? Beziehungsweise nach außen hin. Also ich stelle mir das in Kürtschows Kopf einfach so vor. Warte mal, ich habe jetzt eben den Front rausgehauen, er kann nicht so gut lesen. Kollidiert das denn mit meiner Argumentation in sonst irgendwelchen Punkten? Ach so, ich habe ja ganz oft gesagt, dass der Sache mit Absicht falsch vorliest. Und dann hängt er einfach nochmal so ein, ja nach außen hin, der weiß schon ganz genau, was er macht, hinten dran. Ich habe ihm ja auch meine Nachricht da geschickt gehabt, meine Antwort an die, der hat mir ja privat geschrieben, ich habe ihm privat geantwortet und seitdem ist da auch quasi Stille. Und ich glaube, das wird auch Stille bleiben, weil ich ihm auch zu verstehen gegeben habe, dass ich ganz genau weiß, was er tut, dass ich weiß, dass er das alles extra macht. Ja Leute, an der Stelle kann ich verkünden, dass ich meine Twitter-DM an Bill Gates auf jeden Fall auch geschickt habe und ihm gesagt habe, dass ich ganz genau weiß, was er mit dem Blut von kleinen Kindern macht. Oder beziehungsweise ist meine Vermutung, okay? Wir bleiben mal bei meinen Vermutungen. Ne? Ich weiß es natürlich nicht, aber ich bin mir sehr sicher, okay? Er weiß es doch nicht. Ja, okay, dann. Also mal ernsthaft. Kürtschow schickt KuchenTV auf Twitter eine Nachricht, in der er sagt, ich weiß schon ganz genau, was du da machst. Mich kannst du nicht hinters Licht führen. Und 2 Sekunden später rudert Kürtschow einfach nochmal zurück so, ja, ich weiß das ja nicht sicher, ich vermute das nur. Als nächstes blendet Kürtschow einen Ausschnitt aus einem älteren Video ein. Ich verstehe nicht, warum Reaction-Streamer so ein Problem damit haben, auf Pause zu drücken bei Videos. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass die Videos nicht so lang werden sollen für YouTube. Schlimm. Warum drückst du nicht Pause und merkst, dass KuchenTV sagt, Attacken gegen irgendwelche Personen gehen natürlich gar nicht. Da steht Attacken gegen Transpersonen. Mach doch einfach mal das Video auf Pause und lies einfach selber nach. Das ist unfassbar, was dieser Mensch von sich gibt. Warum habe ich denn beispielsweise bei meiner Reaction auf sein Video diesen Text nicht einfach gelesen? Könnte es vielleicht daran liegen, dass Kürtschow auf die geniale Idee gekommen ist, hierüber irgend so einen Vintage-Filter zu legen, der alles so verschwommen und unscharf macht, dass es einfach unmöglich ist, diesen Text hier zu lesen und wir zu 100% Kürtschow vertrauen müssen, dass er das hier richtig vorliest? Versteht mich nicht falsch, ich vertraue ihm ja sogar, dass er das richtig vorliest, aber warum macht man das dann? Es wäre einfach viel transparenter und einfacher für jeden. Anschließend behauptet er dann das hier wieder. Der hat hier absichtlich das Transperson durch irgendwelche Personen ersetzt. Warum? Weil er natürlich nicht möchte, dass die Leute denken, dass er zur Woke-Bubble gehört. Das ist der einzige Grund, warum er das getan hat. Ist tatsächlich relativ einfach abzuhandeln. Da ging es nämlich darum, dass in diesem Text einfach auch noch von anderen Personen die Rede waren, also nicht nur Transpersonen. Aber er hängt sich hier basically daran auf, dass KuchenTV nur den einen Part des Textes markiert hat, wo es eben um Transpersonen ging. Aber Kürtschow liest uns dann weitere Beispiele für Verhalten in antifeministischen Bewegungen vor. Verschwörungserzählungen in Zusammenhang damit. Und dann geht's weiter. Wissenschaftlerinnen der Gender Studies werden diffamiert, zum Beispiel als unwissenschaftlich und als Geldverschwendung. Und daraus macht KuchenTV in seinem Video, dass die kritisiert werden. Was da halt auch nicht steht. Er macht dann in seinem Video einen auf, Gender Studies werden jetzt, wenn man Gender Studies kritisiert, dann ist man jetzt antifeministisch. Das steht da gar nicht. Es geht dazu, es geht um diese dezidierten Verschwörungserzählungen in Zusammenhang damit. Und hierbei muss man wirklich ein bisschen aufpassen, denn ich möchte absolut nicht in den Bereich von Verschwörungstheorien abdriften. Allerdings würde ich sagen, dass es in diesem Punkt auch nicht unbedingt ganz einfach ist, zwischen einer Meinung und einer Verschwörungstheorie zu unterscheiden. Wenn ich jetzt natürlich sage, die Erde ist flach, kann man ganz klar sagen, ja, das ist vielleicht meine Meinung, aber diese Meinung ist faktisch falsch. Wenn man jetzt aber sagen würde, es gibt eine Woke-Lobby, was ich nicht so machen würde, könnte man sagen, faktisch, es gibt keinen Kreis an Leuten, die sich zusammensetzen und überlegen, was wir als nächstes für woke Entscheidungen durchdrücken müssen. Aber das ist ja nicht zwangsläufig alles, was eine Lobby bedeuten kann. Aber Schritt zurück, ich behaupte nicht, dass es eine Woke-Lobby gibt, aber ich bleibe dabei, es ist nicht unbedingt einfach, neutral zu erkennen, was in dem Punkt jetzt eine Verschwörungstheorie oder eine Meinung ist und wer das dann einschätzt, ist auch nochmal so eine Frage. So Leute, jetzt kommen wir aber demnächst mal zu dem, was ich denke, dass der Hauptpunkt vom Video ist. Jetzt gab es natürlich eine Sache, die man nicht einberechnet hat in diesen Beef und in diesem Beef-Game, ne? Wenn sich die Zuschauerschaft zu sehr überschneidet, ne?
wenn sich die Zuschauerschaft zu sehr überschneidet, kann das zu großen Problemen führen. Ne? Die großen Probleme sind dann, auf einmal gibt's auch Kritik im eigenen Stream. Auf einmal sieht das alles nicht mehr so lustig aus. Und auf einmal kann man das gar nicht mehr so richtig schön ausschlachten, weil irgendwie nicht alle auf der gleichen Seite stehen. Und dann redet man. Privat. Das ist witzig, oder? Ich finde das total interessant. Ich finde das richtig lustig. Also Kürschow macht hier basically den Punkt, dass sich KuchenTV mit Alpha Kevin ausgesprochen hat, weil die beiden eine zu stark überschnittene Community haben und sich sonst gegenseitig Leute wegnehmen würden. Und das mag erstmal logisch klingen, aber wenn wir dieser Logik folgen und wir darüber nachdenken, dass KuchenTV schon am Anfang des Beefs Shuyoka immer wieder gefragt hat, ob die beiden nicht reden können, um den Beef zu beenden und sich auszusprechen. Also wäre es nach der Argumentation ja so, dass Shuyoka den Beef weiter am Laufen halten möchte und KuchenTV sich aussprechen möchte, weil er zu viel Angst hat, dass Zuschauer sich von ihm abwenden, die auch Shuyoka-Fans sind. Was einfach so überhaupt keinen Sinn ergibt. Im Outro habe ich hier noch irgendwas davon erzählt, dass wir bald Kürschow überholen werden, aber ihr seid krass, Leute, wir haben ihn bereits überholt. Also ihr wisst, wie man dem Algorithmus schmeichelt. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten Video.